Hey Leute, grüßt euch, Silvio hier. Sag mal, wisst ihr, wie man heutzutage Geld verdient online? Nein? Ich weiß es. Und zwar ganz einfach, mit dem Automarketer. Ich war nämlich 2 Wochen im Urlaub und hatte mir vorher vom Urlaub den Automarketer zugelegt, diese Software, und habe den im Prinzip 2 Wochen laufen lassen jetzt im Urlaub. Früh angemacht, abends ausgemacht und meine Produkte beworben. Wie zum Beispiel hier den Automarketer, die Cashco vom Wolf oder die Lead-Strategie oder zum Beispiel das ACB, also Affiliate Chatbot Business. Ne? Und bin heute wieder zu Hause aus dem Urlaub. Ja, heute habe ich mal in meinen Digistore-Account geguckt. Ich muss euch leider sagen, der ist völlig übergequollen. Ich musste ihn jetzt sozusagen zumachen, schließen, wegen Überfüllung. Spaß beiseite. Nein, wirklich. Also, der ist fast übergelaufen, dass Gigantisches passiert in den 2 Wochen. So viel habe ich noch nicht mal in 2 Wochen, wenn ich zu Hause war, verdient. Warum das so war, der Automarketer ist dran schuld. Der ist dran schuld. Der hat für mich gepostet, Videos gepostet, Mitglieder angeschrieben. Aber wisst ihr was, ich zeige euch mal den Automarketer, die Funktion. Kommt mal mit auf meinem PC, da zeige ich euch das mal. Hopp, wir sehen uns gleich. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Video und in diesem Video fangen wir jetzt mal an mit den Einstellungen quasi, wie du mit dem Automarketer arbeiten kannst. Wir haben ja jetzt im letzten Video gemeinsam das ausgefüllt, haben unser Profil verknüpft und wir klicken jetzt hier auf Weiter und jetzt finden wir hier quasi den Tab Post Texte. Als allererstes machst du folgendes, hier oben steht Emojis laden, klick einmal da drauf, der Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern, bitte nicht schließen und folge einfach den Anweisungen. Wir klicken auf OK. Emojis wurden hinzugefügt, jetzt musst du das Ganze noch installieren. Nach der Installation musst du den Automarketer schließen und erneut öffnen, damit die Emojis sichtbar sind. Dieser Vorgang muss nur einmal gemacht werden. Wir klicken auf OK und jetzt öffnet sich gleich hier noch eine Installation. Wir drücken auf Ja und warten einfach und klicken hier auf Installieren. Fertigstellen. Der Automarketer hat sich selber geschlossen. Jetzt öffne ich den Automarketer wieder. Mit Doppelklick. Das muss auch nur einmal gemacht werden, die Emojis. Und danach sind die Emojis vorhanden. So, er prüft jetzt wieder, ob ein Update verfügbar ist. Das heißt, wenn du jetzt quasi schon länger gekauft hast und ich habe ein Update rausgebracht, dann wird der Automarketer dich darauf hinweisen, dass ein Update verfügbar ist, dass du auf OK klicken solltest und es installiert wird. So. Wir waren jetzt bei den Posttexten. Du siehst jetzt hier auf der rechten Seite sind unsere Emojis geladen. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Und zwar, damit du bei Facebook posten kannst, brauchst du einen Posttext. Und deine Posttexte findest du hier. Du drückst auf Textfeld hinzufügen. Und jetzt hast du hier ein Textfeld. Hier kommt zum Beispiel ein Post rein, den du gerne hättest. Zum Beispiel Post 1. Wichtig ist, kopiere nichts von Facebook hier in diese Felder rein. Zum Beispiel, wenn du jetzt auf Facebook einen Posttext geschrieben hattest mit Emojis drinne, kopiere das Ganze nicht hier rein. Du kannst nur die Emojis benutzen, die ich hier rechts hinzugefügt habe. Der Automarketer wird sonst nicht funktionieren. Das heißt, schreib das einmal alles von Hand hier nach, selber mit der Tastatur. Das ist ein paar Minuten Arbeit. Ich glaube, das schadet niemand, ist nicht schlimm. Das heißt, wir schreiben das Ganze hier rein. Wenn wir zum Beispiel den Emoji den hier benutzen wollen, den hier rechts, klicken wir drauf. Dann steht Emoji wurde kopiert und dann können wir ihn einfach mit Steuerung und V hier einfügen. Rechtsklick funktioniert hier nicht, also Rechtsklick einfügen geht hier nicht. Das haben wir aus Prinzip ausgeschalten, da sonst Formatierungen übernommen werden. Das heißt,
Und wenn du jetzt zum Beispiel zwei Emojis hintereinander benutzen möchtest, mach eine Leertaste und dann kannst du ihn wieder einfügen. Leertaste zum Beispiel, du möchtest jetzt noch den hier benutzen. Einfügen, Steuerung einfügen. Leertaste, Steuerung einfügen. Leertaste, Steuerung einfügen. Das heißt, zwischen zwei Emojis muss immer ein Leerzeichen sein, weil sonst wird es nicht als Emoji dargestellt. Ich mache das Ganze jetzt mal weg und schreibe einfach mal Post 1 und mache einfach mal zwei Emojis rein. So. Jetzt kannst du weitere Textfelder hinzufügen. Der Automarketer postet nicht immer nur denselben Text. Kann er, würde ich dir nicht empfehlen. Ich würde dir empfehlen, mehrere Textvarianten zu nutzen. Das heißt, du klickst hier oben wieder auf Textfeld hinzufügen und du hast ein zweites Textfeld. Hier kannst du Post 2 reinschreiben, von mir aus jetzt mit diesem Emoji. Also Emojis ist nicht Pflicht, kannst du benutzen. Das ist dann ein 8 und ein Strich, bedeutet das Emoji. Und Postfeld 3, 4. Und das heißt dann, der Automarketer sucht sich von Gruppe zu Gruppe einen Text hier aus. Der Vorteil ist erstens, du wirst von Facebook nicht gesperrt, da du mehrere Texte benutzt. Der zweite Vorteil ist, du kannst deine Texte optimieren. Das heißt, du weißt ganz genau im Endeffekt, ich habe jetzt vier verschiedene Texte für das gleiche Produkt. Einmal fange ich mit diesem Anfang an, dann ende ich mit diesem, habe das im Text stehen und siehst dann bei deinen Verkäufen, ob im Affiliate-Modus, ob du Vendor bist, ist eigentlich prinzipiell egal. Aber du siehst ganz genau, wenn du es genauso machst wie ich das auch gleich zeigen werde, welche Posttext am besten verkauft. Und das ist wirklich wichtig. Daher nutze mindestens drei, vier oder fünf verschiedene Posttexte. Ich mache jetzt mal hier noch Post 3 und Post 4. Du kannst auch noch Schriftarten hinzufügen hier. Und zwar klickst du hier auf Schriftarten. Dann öffnet sich hier nochmal etwas. Und hier kannst du zum Beispiel reinschreiben, hallo, mein Post zum Beispiel. Du kannst hier auf Erstellen klicken. Dann sieht das Ganze hier so aus. Oder es sieht so aus. Die zwei Schriftarten sind aktuell hinzugefügt. Wir arbeiten natürlich an weiteren Schriftarten und natürlich an mehreren Funktionen vom Automarketer. Das heißt, du klickst auf Erstellen, hast jetzt hier quasi das hier, drückst auf Text kopieren. Dein Text wurde kopiert. Du kannst ihn nur mit Steuerung und V in den Post einfügen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier einfüge, Steuerung V, sieht das Ganze hier so aus und nicht mehr ein normaler Text. Das musst du aber selber entscheiden, ob du das Ganze nutzen möchtest oder nicht. So, da du ja nicht immer das gleiche Produkt bewirbst, kannst du beim Automarketer Texte speichern. Du klickst hier auf Meine Texte. Wichtig ist, dass du hier Texte ausgefüllt hast. Klickst auf Meine Texte und schreibst zum Beispiel jetzt Produkt 1. Drückst auf Speichern. Kategorie wurde gespeichert. Das heißt, alles, was du hier reingeschrieben hast, wurde jetzt hier in Produkt 1 gespeichert. Wenn du jetzt den Automarketer schließt, ich schließe das Ganze mal hier, öffne den Automarketer neu. Ich springe jetzt gleich zu dem Tab wieder mit den Posttexten, dass ich das gleich zeigen kann. Hier Posttexte. Jetzt siehst du, jetzt sind keine Posttexte mehr da, obwohl wir gerade eben uns die Mühe gegeben haben. Dann klickst du einfach auf Meine Texte. Du siehst, Produkt 1 steht immer noch da. Ich drücke auf Laden, drücke auf OK und meine ganzen Posttexte sind wieder da. Wenn bei dir Posttexte drin sein sollten und du möchtest jetzt Produkt, keine Ahnung, Produkt 2 jetzt bewerben, sage ich mal. Dann musst du Folgendes machen. Lösche hier die Posttexte. Die werden nur hier auf diese Seite gelöscht. Also sie sind trotzdem für dich gespeichert. Löschen, dann gehst du erst auf Meine Texte und drückst auf Laden. Weil sonst werden die anderen einfach mit drin gelassen und du postest Texte, die du gar nicht gerne hättest. Wenn du eine Kategorie überschreiben möchtest, einfach hier die Texte ändern, auf Meine Texte gehen und speichern und er überschreibt quasi das Produkt 2 oder Produkt 1, je nachdem, was du halt gerne hättest. Das war das zu den Posttexten. Jetzt gehen wir weiter zu den Facebook-Gruppen. Anfangs war es ein bisschen anders da, die Facebook-Gruppen waren immer geladen. Da ich aber einen Fehler drin hatte, habe ich das Ganze jetzt ein bisschen geändert. Also wenn du jetzt schon länger gekauft hast, schau dir auch das Video bis zum Ende an. Das heißt, du musst jetzt einmalig auf Gruppen importieren klicken. Du drückst auf Gruppen importieren, Gruppen werden jetzt importiert, bitte warten. Klick auf OK. Und jetzt warte einfach, bis der Automarketer dich hinweist, dass alle Gruppen importiert wurden. Es kann natürlich, je nachdem, wie viele Gruppen du Mitglied bist, kann das Ganze dauern.
Und wichtig ist, bei mir werden jetzt sehr, sehr viele Geldverdiengruppen kommen. Ich habe schon Support-E-Mails bekommen, wo mir Leute geschrieben haben: Robin, warum sind bei mir nicht so viele Geldverdiengruppen? Der Automarketer lädt nur die Gruppen rein, in denen du aktiv Mitglied bist. Das heißt, du kriegst nicht die gleichen Gruppen wie ich. Wenn du jetzt nur in 5 Gruppen Mitglied bist, dann wird der Automarketer nur 5 Gruppen importieren. Wenn du in 1000 Gruppen Mitglied bist, dann wird er 1000 Gruppen importieren. Aber wie gesagt, wir warten jetzt einfach mal kurz ab, bis der Automarketer alle Gruppen importiert hat. Das musst du auch nur einmal machen. Es sei denn, du wechselst natürlich einen Account. Da ist halt wichtig, darauf zu achten, wenn du einen Account wechselst, dass du natürlich auch dann dementsprechend die aktuellen Gruppen dafür hast. So, die ersten Gruppen sehen wir jetzt schon. Wir warten trotzdem ab, bis der Automarketer sagt, er ist fertig. So, Gruppen wurden importiert. Jetzt ist es wichtig. Ich würde an deiner Stelle Folgendes machen. Du wählst jetzt zum Beispiel eine aus hier und schreibst hier einfach alle. Drückst auf Speichern. Kategorie wurde gespeichert. Jetzt hast du hier noch 5 verschiedene Felder. Und hier kannst du jetzt deine Gruppen in Kategorien einteilen. Das heißt, wenn das jetzt hier, nehmen wir jetzt mal an, diese 5 Gruppen, das wären die Gruppen Geld verdienen. Ich habe keine weitere Gruppe mit Geld verdienen oder wo ich posten möchte. Dann mache ich Folgendes. Ich schreibe hier Geld verdienen Gruppen zum Beispiel und drücke auf Speichern. Dann kann ich immer wieder, wenn ich ein Geldverdienprodukt habe, auf Laden klicken und dann lädt er mir genau die Gruppen hier rein. Oder du machst es so wie ich. Und zwar, deine Postzeiten musst du selber rausfinden. Ich poste im Abstand zwischen 8 und 12 Minuten ungefähr oder 8 und 11 Minuten sogar. Das sind ungefähr so, ja, 40, 45 Posts, glaube ich, oder weitaus mehr, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, du könntest folgendermaßen machen. Die erste Linie machst du auf alle, dass du deine Gruppen immer wieder quasi rausfiltern kannst, falls du eine Kategorie überschreiben möchtest. Du könntest jetzt anfangen mit, wenn du in Geldverdiengruppen jetzt, was ich vermute, dass du in Geldverdiengruppen unterwegs bist, um da irgendwelche Affiliate-Provisionen zu verdienen oder eigene Produkte zu verkaufen. Jetzt markierst du dir Geldverdiengruppen, zum Beispiel 30 Stück. Und dann nehmen wir jetzt an, ich habe jetzt hier 30 Stück markiert. Dann schreibe ich hier rein, 30 Geld verdienen. Na, die 3 hat er nicht übernommen. 30 Geld verdienen. Zum Beispiel Montag oder so. Drück auf Speichern. Und dann markierst du die weg und markierst quasi weitere 30 Gruppen Geld verdienen und schreibst dann wieder hier 30 Geld. Naja, richtig schreiben sollte man auch. Dienstag zum Beispiel. Und dann kannst du, je nachdem welcher Tag gerade ist, auf Laden klicken und dann lädt er dir zum Beispiel die 30 Gruppen, in denen du heute postest. Am nächsten Tag lädst du dir quasi den nächsten Tag. Oder du teilst es ein in Fitnessgruppen, Geldgruppen, Hypnosegruppen, Yogagruppen, Shoppinggruppen, je nachdem, wie du es halt haben möchtest. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du am Anfang auf alle einmal speicherst einfach, damit die Gruppen da sind, weil anfangs war es so, dass die Gruppen immer selbstständig reingeladen wurden. Das macht er nicht mehr. Wenn du jetzt schon vorher gekauft hast, sagen wir mal vor dem 13.07. 16:42 Uhr aktuell, wo ich gerade das Video aufnehme. Dann mach Folgendes: Bei dir wird er die Gruppen auch nicht mehr selbstständig reinladen, aber deine alten gespeicherten Gruppen sind noch vorhanden. Deswegen drück einmal auf Gruppen importieren und überschreib alle deine Kategorien nochmals. Ist gleich 10, 15 Minuten Arbeit, aber dann wird kein Fehler mehr kommen. Weil vorher hatte ich den Fehler drin, dass die Gruppen nicht überschrieben wurden, sondern die Gruppen wurden einfach hinzugefügt und du hattest plötzlich 10-mal die Y3 Affiliate Center Gruppe. War ein Fehler von mir, tut mir leid. Ich glaube, Fehler passieren jeden und ich bemühe mich halt darum, dass ich natürlich die Fehler wieder, ja, dass ich die Fehler korrigiere, sage ich mal, und den Automarketer noch besser zu gestalten und natürlich Funktionsumfang weiter auszubauen. Ja, das wären jetzt quasi die Gruppen, die selektiert sind quasi, die angehakt sind, in denen postet der Automarketer. Wir haben das Ganze ausgewählt, jetzt klicken wir auf Weiter. Bitte geben Sie an, wenn Sie Pause machen. Ich habe aus Versehen auf Starten geklickt. Das heißt, der Automarketer hindert dich auch dran, wenn hier was falsch ist. So, jetzt kannst du hier Bilder auswählen. Und zwar kann der Automarketer aktuell Bilder posten. Ich habe schon viele Support-Mails bekommen, dass sie auch gerne Videos posten möchten. Daran arbeite ich noch, weil es hängt halt immer dran am Hochladen, da der Automarketer keine Facebook-API bezieht.
steuere ich ja quasi alles über euren direkten PC. Und da muss ich natürlich noch die optimale Lösung finden, dass bei niemand ein Fehler auftaucht. Ich versuche es so schnell wie möglich zu erledigen. Ich verspreche euch, es wird kommen. Aber wann es kommen wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, du kannst verschiedene Bilder benutzen. So wie du hier bei Posttexte mehrere Posttexte benutzen kannst, kannst du auch verschiedene Bilder benutzen. Du klickst einfach hier auf Hinzufügen und dann suchst du dir deine Bilder aus. Ich nenne sie jetzt zum Beispiel Werbung 1, Werbung 2, Werbung 3, Werbung 4, Werbung 5. Das sind jetzt die Bilder, wo ich den Automarkt selbst bewerbe. Ich klicke auf das Bild und sage Öffnen. Und jetzt kopiert er mir hier quasi Anführungsstrichen mein Pfad zum Bild und Anführungsstrichen. Die Anführungsstriche bedeuten, das ist ein einziges Bild. Wenn du jetzt ein zweites Bild hinzufügen möchtest, was ich empfehlen würde, drückst du auf Hinzufügen, suchst dein zweites Bild raus, drückst auf Öffnen. Jetzt hat er es hier unten eingefügt. Hinzufügen, Öffnen. Hier drin kannst du scrollen, das heißt, du siehst deine Bilder. Wenn du jetzt zum Beispiel die drei Bilder hast und sagst, okay, ich möchte das zweite Bild gar nicht mehr benutzen, benutzt du dieses Anführungsstrichen bis zum Anführungsstrichen und löscht das Ganze hier raus. Wenn du unsicher bist, wie das geht, lösch einfach alles raus und such dir die Bilder, die du dann gerne hättest, einfach nochmal rein. Kommentarfunktion erkläre ich gleich. Nach wie viel Post soll der Automarketer pausieren? Du hast verschiedene Funktionen. Und zwar kannst du hier einstellen, zum Beispiel 12 oder 7. Ich mache es wirklich so, nach 7 Posts zum Beispiel. Wie lange soll er pausieren? Wichtig ist, dass wir alles in Sekunden eingeben. Also bei Pausieren natürlich nicht, das ist ja ein Gruppenpost. Aber hier, hier und hier muss in Sekunden eingegeben werden. Wie lange pausieren? Sagen wir jetzt mal 4800. Mindestpostzeit 1200 und Maximalpostzeit 2400. Wenn ich das so einstelle und drücke hier dann quasi, wie das funktioniert, erkläre ich dir gleich, drücke hier auf Starten, dann würde der Automarketer in die erste Gruppe posten mit einem Text und einem Bild. Bis zu 7 Gruppen, also im Abstand von 20 und 40 Minuten. Er entscheidet selber zwischen 20 und 40 Minuten, zum Beispiel 33 Minuten, 21 Minuten, 39 Minuten. Immer eine unterschiedliche Postzeit, dass Facebook nicht bemerkt, dass wir automatisiert arbeiten. Nachdem er in 7 Gruppen erfolgreich gepostet hat, so wie ich es hier angegeben habe, wird er erstmal für 4800 Sekunden schlafen. Pausiert. Nach den 4800 Sekunden arbeitet er sich in diesem Takt hier weiter, bis alle selektierten Gruppen abgearbeitet wurden. Autoantwort einschalten, ja, nein. Und zwar kannst du folgendermaßen machen. Du kannst ja in deinen Posttext deinen Link einfügen, was sehr, sehr viele machen. Du könntest aber auch sagen, wer Informationen haben möchte, zum Beispiel wer Infos will, PN an mich mit. Und jetzt brauchst du ein Suchwort, ein spezielles Suchwort. Ich würde schreiben zum Beispiel. Bitte schicke mir die Info. Du forderst jetzt die Person auf, dir eine persönliche Nachricht zu schicken. Achtung, es ist nicht, wenn jemand kommentiert. Die Person muss dir eine persönliche Nachricht senden, damit das funktioniert. Jetzt kopierst du dir das hier, was die Leute dir schreiben sollen, mit Steuerung und C, und gehst hier oben auf Autoantwort. Jetzt hast du ein Suchwort. Das Suchwort ist genau das hier. Bitte schick mir Infos. Das heißt, wenn dir jemand schreibt, bitte schick mir Infos, soll der Automarketer reagieren. Hier kannst du einen Text verfassen mit Hey First Name. Also das heißt dann Hey Vorname. Hier sind deine Infos. Zum Beispiel. Du kannst auch verschiedene Texte benutzen. Und zwar, wenn du hier oben Anführungsstriche machst. Wichtig ist, dass das Anführungsstrichen gerade sind und oben. Und am Ende auch Anführungsstrichen. Anführungsstrichen auf. Halli, hallo, keine Ahnung, hallo, Vorname. Du. So, das heißt, ich habe jetzt im Automarketer gesagt, ich habe hier zwei verschiedene Texte. Einmal in Klammern, zweimal in Klammern. Und jetzt kann ich noch ein Blockwort eingeben. Das Blockwort bedeutet, zum Beispiel, wenn die Person mir schreibt, bitte schick mir Infos, aber schreibt, nee, danke, dann soll der Automarketer nicht reagieren. Mindestsendezeit, Maximalsendezeit brauchst du hier nicht. Das ist nur, wenn du die Funktion alleine benutzt, aber das erkläre ich später. Texte kannst du auch speichern, so wie die Kategorien. Das heißt, alles, was du hier reinschreibst, kannst du in Kategorien abspeichern. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn du jetzt hier die Autoantwort bei den Einstellungen auf Ja stellst
und hast in deinem Posttext stehen, wer Infos haben will, soll mir dieses Suchwort schicken. Und du postest jetzt und ich habe deinen Post gesehen und schreibe dir eine persönliche Nachricht mit bitte schicke mir die Info. Dann wird der Automarketer folgendes machen. Er reagiert nicht sofort. Also wenn du es testest selber mit einem anderen Account und kriegst nicht gleich eine Nachricht zurück, brauchst du nicht sofort in Panik kommen, einen Support schreiben oder so. Es dauert natürlich, weil du als Mensch, der User, agierst auch nicht sofort. Nehmen wir jetzt an, ich habe das gesehen, ich schreibe dir, bitte schick mir die Infos. Dann wird er innerhalb von 10, 15 Minuten, wird der Automarketer mir zurückschreiben, in deinem Namen. Entweder diesen Text hier oder diesen Text hier. Das hat einfach den Vorteil, dass die Person mit dir eine Konversation anfängt. Das heißt, sie hat dir zuerst geschrieben und dann antwortest du ihr und kannst hier deinen Link reinsetzen. Du musst das Ganze nicht benutzen, es liegt in deiner Entscheidung. Du kannst das Ganze auch auf Nein stellen. Dann haben wir hier noch auf Beiträge reagieren. Wenn du das hier auf Nein stehen lässt, dann postet er ganz normal, so wie du es kennst. Wenn du das auf Ja stellst, dann wird der Automarketer nach jedem Post selber entscheiden, ob er Beiträge in einer Gruppe mit einem Wow oder mit einem Herz liked. Er wird kein Gefällt mir drücken. Der Automarketer ist auch der einzige Bot, der diese Funktion kann, dass er auf Wow klicken kann und auch auf ein Herz. Das heißt, er postet jetzt in die Gruppe Geld verdienen XY. Nach dem Post entscheidet er selber, bis zu 7 Beiträge kann er mit Wow oder mit einem Herz versetzen. Warum das Ganze? Um mehr menschliche Interaktion reinzubringen. Wenn du das einschalten möchtest, drückst auf Ja, wenn nicht, einfach auf Nein. Die nächste Funktion wäre die Bild-Text-Kommentar-Funktion. Prinzipiell genau das gleiche, wie ich erklärt habe. Hier funktioniert die Auto-Antwort nicht. Die Auto-Antwort funktioniert nur bei Bild und Text. Bei Bild, Text und Kommentar funktionieren die beiden hier nicht. Das heißt, du kannst hier folgendermaßen machen. Du kannst in deinem Posttext, hast du gar keinen Link drin, sondern du schreibst einfach Infos im Kommentarfeld. Und dann gehst du wieder auf Einstellungen und hier ist ein Kommentar. Hier kannst du zum Beispiel www.link.de, dein Link natürlich. Dann postet er deinen Beitrag in die gewünschte Gruppe. Nach dem Posten kommentiert er deinen eigenen Beitrag, den du gerade gepostet hast, mit diesem Link. Und da du ja die User, die Personen darauf hinweist, dass Infos im Kommentarfeld sind, hast du keinen Link mehr im Posttext, sondern im Kommentarfeld. So einfach funktioniert es. Ich denke mal, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn du hier über den Texten stehen bleibst, kommt nochmal quasi eine kleine Hilfestellung. Aber ich denke, es ist soweit verständlich. Die nächste Funktion wäre Mitglieder anschreiben. Du kannst Mitglieder einer Gruppe anschreiben, in der du nicht Admin bist. Teilweise brauchst du nicht mal Mitglied sein. Wichtig ist einfach, dass du, ich öffne mal hier meinen Facebook-Account. Wo habe ich den? Hier habe ich den Käse. Öffnen wir schnell den Käse. Dann zeige ich dir das Ganze hier. So, der Automarkt ist hier. Und zwar hier kannst du auch verschiedene Nachrichten benutzen, wenn du Mitglieder anschreibst. Würde ich dir empfehlen, deswegen zeige ich dir jetzt nur die Variante. Klammer auf, oben, schreib deinen Text rein. Hallo, First Name bedeutet Vorname. Ich habe gesehen, keine Ahnung, also da irgendein Text von dir, ich habe gesehen, du bist in der Gruppe XY, hast du ein Business, kann ich dir was empfehlen, kann ich dir weiterhelfen oder verkaufen direkt was. Sobald dein Text fertig ist, Klammer zu. Mach zwei Enter-Tasten, Klammer auf, schreib deinen zweiten Text. Hey, hey, First Name, na, das wollte ich nicht. Hey, hey, First Name. Keine Ahnung, irgendwas schreibst du einfach da rein und dann machst du wieder hier deine Klammer und dann weiß der Automarketer, okay, das ist ein Text und das ist ein Text. Ich variiere zwischen den zwei Texten, wenn ich persönliche Nachrichten versende. Du kannst die Texte wieder abspeichern hier, dass du immer wieder Zugriff drauf hast, dass du nicht alles neu schreiben musst. Jetzt brauchst du eine Gruppen-ID. Die Gruppen-ID findest du bei Facebook. Wie gesagt, hier oben habe ich nochmal quasi als kleine Hilfestellung, aber ich zeige das Ganze einfach mal. Das interessiert mich jetzt hier nicht. Ich gehe jetzt mal hier auf Geld verdienen online.
klickt dann drauf und dann öffnet sich oben quasi, es öffnet sich erstmal die Gruppe und oben in der URL-Leiste siehst du, hat sich die URL-Struktur verändert. Hier steht facebook.com/groups und nach dem Groups/ in dem Slash drin, also hier ist ja ein Slash und hier ist ein Slash. Das zwischendrin, die Nummer, manchmal steht auch ein Name da, die brauchst du. Am einfachsten ist es, du guckst einfach, wo das Group steht, nach dem Slash, Doppelklick drauf und er markiert nur den Namen oder die Nummer. Steuerung und C, dann hast du es kopiert, fügst es einfach ein mit Steuerung und V. Ich würde dir empfehlen, wie viele Mitglieder anschreiben. Ich würde maximal von einer Gruppe wirklich maximal 100. Facebook ist nicht blöd, wenn du jetzt anfängst, tausende Leute von der gleichen Gruppe anzuschreiben, wird Facebook irgendwann dahinter kommen. Deswegen, es gibt so viele Gruppen auf Facebook, tu einfach, also maximal wirklich 100 würde ich, mehr würde ich gar nicht machen. Der Vorteil ist, bei öffentlichen Gruppen, also wenn ich jetzt eine öffentliche Gruppe habe, ist das jetzt, was ist das jetzt? Das ist eine geschlossene Gruppe. Das heißt, bei geschlossenen Gruppen müssen wir zumindest Mitglied einer Gruppe sein, um die Person anzuschreiben. Wenn eine Gruppe öffentlich ist, musst du nicht mal Mitglied sein. Das heißt, du kannst jede x-beliebige Gruppe in Facebook, die öffentlich ist, deren Mitglieder anschreiben. Es gibt hier oben eine Suchfunktion von Facebook, da schreibst du einfach ein Thema rein und dann kannst du sogar Gruppen suchen, die offen sind oder geschlossen. Und suchst dir eine Gruppe an, die du anschreiben möchtest und fügst sie einfach hier ein. Die Postzeit, Mindestpostzeit, Maximalpostzeit ist auch wieder in Sekunden. Und zwar geht es hier darum, wie schnell eine Nachricht versendet werden soll. Wichtig, es sind Sekunden. Ich habe schon bei manchen gesehen, dass sie hier eingeben 1 und 10. Das heißt, in zwischen 1 Sekunde und 10 Sekunden. Dann bist du innerhalb von 10 Minuten gesperrt. Facebook möchte nicht, dass wir die Leute zuspammen, aber wir können geschicktes Marketing betreiben. Man braucht nicht übertreiben, um Geld zu verdienen. Du musst nur wissen, wie du deine Texte schreibst. Wie du die Person davon überzeugst, das Produkt zu kaufen. Es kommt nicht nur auf die Masse an, es kommt auch auf die Qualität dahinter an, was du machst. Ich habe damals nur auf Masse gesetzt, mache ich immer noch, aber ich setze auch auf Qualität. Das heißt, ich achte drauf, ich split-teste jeden Text von mir. Egal mit wie vielen Accounts ich bei Facebook arbeite, ich split-teste alles. Es ist Arbeit für mich, ja. Aber der Automarkt, der übernimmt 90% oder 95% meiner automatisierten Marketing. Das heißt, bei Facebook mache ich prinzipiell gar nichts. Ich sitze nicht den ganzen Tag vorm Rechner und versuche irgendwelche Kunden an Land zu ziehen, meine Affiliate-Produkte zu verkaufen, meine eigenen Produkte zu verkaufen. Ich kümmere mich nur noch darum, welcher Text sich am besten verkauft. Ich beobachte nur noch meine Statistiken im Digistore-Account. Im Affiliate-Modus kannst du es nachschauen, im Vendor-Modus kannst du es nachschauen oder bei Tarifcheck, wo ich bin, da siehst du auch deine Klickstatistiken, deine Verkaufsstatistiken und wirklich darauf kommt es an. Wie gesagt, hier gibst du jetzt ein zum Beispiel. Das ist jetzt wirklich ein Beispiel, also nimm nicht die Zahlen, die ich dir hier zeige. 4.500 und 8.000. Keine Ahnung. Also ich verschicke manchmal Nachrichten in 30-Minuten-Takt. Das sind, in 10 Stunden hast du immer noch genug Nachrichten rausgesendet. Was bringt es dir, wenn du 500 Nachrichten am Tag raussendest und aber nie auf deine Texte geachtet hast oder generell in dem Punkt nichts gemacht hast? Bringt dir auch nichts. Achte drauf, versuch deine Texte zu optimieren, schau, welches Produkt du bewirbst, dass in dem Produkt auch etwas dahinter steckt. Weil du darfst eins nicht vergessen, wenn du jetzt ein Produkt verkaufst an mich und das Produkt ist vollkommen scheiße, werde ich nie wieder ein zweites Produkt von dir kaufen. Eventuell kannst du natürlich einen Fehler machen, aber prinzipiell achte einfach drauf. Person ausschließen, ja oder nein. Anfangs mach hier einfach nein, kannst aber auch immer auf nein stellen. Das bedeutet einfach nur, falls eine Konversation schon mal stattgefunden hat, sollte Automarkt dir nicht schreiben. Deswegen stell einfach am besten auf nein hier. Die nächste Funktion ist Gruppen beitreten. Mit dem Automarkt kannst du automatisierten Gruppen beitreten und zwar in welche du möchtest. Möchten Sie neuen Gruppen beitreten? Ja, möchte ich. Welchen Gruppen möchten Sie beitreten? Geld verdienen zum Beispiel, Mindestabstand, Maximalabstand, auch wieder in Sekunden, schreiben wir jetzt mal, keine Ahnung, 5.000 und 8.000 rein. Frage 1, 2, 3 bitte ausfüllen, das ist dafür, wenn du in eine Gruppe beitretest, kommt manchmal ein Pop-up, wo steht, der Administrator hat noch Fragen, bevor du in diese Gruppe eintreten möchtest. Wenn du jetzt in Geld verdienen Gruppen reingehst, was könnte der Admin dich fragen? Warum möchtest du in die Gruppe rein? Hast du ein Business? Hast du die Regeln gelesen? Ich mache es meistens so, ich schreibe hier ja, vielen Dank und alles klar. So, falls ein Pop-up erscheinen sollte, wird der Automarketer mit diesen drei Fragen antworten. Witzig wird es natürlich für den Admin, wenn er das liest, was ich nicht denke, bei einer Gruppe von 60.000, 70.000 Mitgliedern, welcher Admin setzt sich da
ohne Entgelt hin und liest sich wirklich deine Antworten durch. Ich habe das Ganze nur mit eingebaut, dass Facebook sieht, okay, es wird eine Handlung gefordert, also geben wir Facebook eine Handlung, wir antworten darauf. Wir ignorieren nicht einfach alles, um einfach Facebook nicht weiß zu machen, dass wir automatisiert arbeiten, sondern dass wir selbstständig vor dem Rechner sitzen und machen unsere Arbeit selbstständig. Nur dafür ist das Ganze hier eingebaut. Dann drückst du einfach Ja und dann tritt er für dich in Gruppen bei. Wenn du hier am nächsten Tag auf Nein stellst, dann wird er erstmal vorerst in die Gruppen hier weiter beitreten. Das heißt, er lädt sich bis zu 35 oder 40 Gruppen runter und tretet nach und nach in die Gruppen bei. Wenn keine Gruppen mehr vorhanden sind, wird der Automarkt dich auch informieren. Das nächste ist das PDF-Verteilen. Das PDF-Verteilen funktioniert im Prinzip genauso wie hier in den Einstellungen, wie ich das gerade gezeigt habe. Der Unterschied ist nur, dass du hier die Facebook-Gruppen-IDs eingeben musst. Das heißt, wenn du auf Facebook bist, suchst du dir zum Beispiel 10 Gruppen raus, 12 Gruppen raus, nimmst die ID, gehst in den Automarkter, fügst eine ID ein und dann ist wichtig, du darfst kein Leerzeichen, keinen Punkt, nichts dahinter machen, einfach nur ein Enter. Deine zweite Gruppe einfügen, natürlich eine andere dann, Enter. Sollte jetzt das hier die Gruppe die letzte sein, dann ist es ganz wichtig, dass du kein Enter mehr klickst. Der blinkende Cursor, den du hier hinter der 6 siehst, muss hinter der 6 bleiben. Oder 8 oder 10, je nachdem, welche Zahl bei dir halt gerade steht. Und dann brauchst du PDF-Dateien. PDF-Dateien kannst du ganz einfach erstellen, online, auf deinem PC, Word-Dokumenten, PDF umwandeln. Da ist halt ganz gut, da kannst du Links drin verpacken, du kannst quasi eine kleine Landingpage bauen und die Landingpage quasi als PDF verteilen. Das heißt, du drückst auf Hinzufügen, suchst eine PDF-Datei, zum Beispiel wenn das jetzt hier, nehmen wir jetzt an, das hier wäre jetzt eine PDF-Datei. Drückst du, klickst sie an, drückst auf Öffnen und sie wird hinzugefügt. Hier kannst du auch mehrere PDF-Dateien hinzufügen, zum Beispiel die zweite und dann hast du zwei verschiedene. Hier bei Text, wenn du gar keinen Text haben möchtest, einfach einen Punkt rein. Wenn du einen Text haben möchtest, Hammer Infos in der PDF for free zum Beispiel. Dann wird das Ganze automatisiert bei Facebook in die Gruppe hier jetzt gepostet und mit eins von den beiden PDF-Dateien und oben drüber steht dann Hammer Infos in der PDF for free. Hier stellst du das Ganze ein, wie ich das gerade eben gezeigt habe. Und der Vorteil ist bei PDF-Dateien, dass Dateien immer zu sehen sind. Das heißt, hier links steht Dateien. Wenn ich da draufklicke, die werden nie gelöscht. Also so habe ich es in Erinnerung, dass sie nie gelöscht werden. Du siehst, hier sind noch von 2017. Das heißt, man kann immer auf diese Dateien zugreifen. Die nächste Funktion ist Zielgruppenanschreiben. Zielgruppenanschreiben funktioniert quasi ähnlich wie Mitgliederanschreiben. Das heißt, hier kannst du wieder eine Nachricht verfassen mit Klammer auf. Message 1 zum Beispiel. Klammer zu, Klammer auf, Message 2, Klammer zu. Du kannst auch wieder einen Vornamen verwenden von der Person, dass sie mit dem Vornamen angesprochen wird. Wichtig ist auch, dass du hier mehrere Texte benutzt. Du kannst deine Texte hier oben abspeichern. Und dann brauchst du eine Seiten-ID. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Facebook und schreiben jetzt zum Beispiel rein Seit Shiripur. So. Klick hier drauf. Und jetzt kopiere ich mir das hier raus. Nach dem Facebook.com, zwischen was im Slash steht, kopiere ich mir raus. Füge das Ganze hier ein. Und jetzt habe ich Seit Shiripur seine Seite. Hier würde ich auch maximal 100, 120 Personen anschreiben. Mehr würde ich gar nicht machen. Es gibt so viele Seiten auf Facebook. Brauchst dich nicht nur auf eine Seite spezialisieren. Es passiert folgendermaßen. Du kannst jetzt alle Personen, also 120 Personen werden angeschrieben, die Seit Shiripur seine Seite geliked haben. Du hast eine perfekte targetierte Zielgruppe. Das heißt, Seit Shiripur dreht sich um Geld verdienen. Du hast ein Produkt, ein eigenes oder ein Affiliate-Produkt, vielleicht sogar eins von Seit, wo du einen Gutscheincoupon hast und kannst den 120 Personen das präsentieren. Mindestzeit, Maximalzeit ist wieder die Versendezeit. Wie gesagt, alles in Sekunden eingeben. Neue Personen hinzufügen, ja. Freundschaftsanfragen senden, entscheidest du selber, ob du nur einen Text senden möchtest oder auch eine Freundschaftsanfrage gleichzeitig. Möchtest du ein Bild mitsenden? Das heißt, du kannst jetzt schreiben hier, hallo, keine Ahnung, XY, Bild mitsenden, ja, drückst auf Hinzufügen, suchst ein Bild aus, was du gerne hättest, vielleicht auch noch ein zweites. Der Automarkt entscheidet sich dann selber natürlich, welches Bild er nimmt. Jetzt haben wir drei hinzugefügt hier drin. Und jetzt wird er den Text senden und hinterher ein Bild. Im Messenger, persönliche Nachricht. Wenn du kein Bild mitsenden möchtest,
machst du das hier auf Nein und setzt hier einen Punkt rein. Dann weißt du, okay, du möchtest kein Bild mitsenden, du möchtest nur einen Text haben. Wie gesagt, achte auf deine Zeiten, maximal 120 Personen würde ich empfehlen, mehr würde ich gar nicht machen und benutzt wirklich verschiedene Texte, nicht immer nur denselben Text, weil Facebook ist nicht blöd. Facebook arbeitet mit einer sehr, sehr guten Software dahinter und wenn ihr jetzt 100 Mal den gleichen Text verschickt, werdet ihr gesperrt. Deswegen achtet einfach drauf. Postings kommentieren ist die nächste Funktion und zwar kannst du hier quasi fremde Postings kommentieren. Mit deiner Eigenwerbung oder einfach zu interagieren, wie auch immer, was du haben möchtest. Du kannst jetzt hier reinschreiben, wow, klingt cool zum Beispiel. Damit würdest du noch beispielsweise, um es jetzt mal besser leserlich zu machen, hole ich es mal runter, dass man es hier lesen kann. Das musst du nicht machen, der Automarkter beim Posten macht es dann richtig. Das heißt, du könntest jetzt Gruppen-ID reinmachen, wie ich dir vorhin gezeigt habe, Gruppen-ID raussuchen, Mindestzeit, Maximalzeit und neue Postings laden, ja, ganz wichtig. Beiträge liken, entscheide selber, ja oder nein, ob du auch Beiträge liken möchtest oder Beiträge kommentieren. Also du kannst auch sagen, okay, ich möchte gar keine Beiträge kommentieren, sondern ich möchte einfach nur willkürlich liken. Oder ich möchte sie liken und kommentieren, was natürlich empfehlenswert ist. Hier kannst du natürlich selbstständig entscheiden. Wenn du jetzt hier auf Starten klickst, dann wird der Automarketer Folgendes machen. Wichtig ist hier, hier kannst du auch verschiedene Kommentare hinzufügen, indem du das Ganze hier so trennst. Das heißt, hier kannst du dann einen zweiten Kommentar reinmachen. Wenn du jetzt auf Starten klickst, dann werden von dieser Gruppe hier ca. 12 bis 15 verschiedene Postings geladen. Und diese Postings werden dann in diesem Abstand hier kommentiert. Zum Beispiel mit wow, klingt cool, damit würdest du noch besser verkaufen, www.automarketer.de zum Beispiel. Mit deinem Affiliate-Link natürlich oder ein anderes Produkt, je nachdem, was du halt haben möchtest. Die Auto-Antwort habe ich dir gerade eben erklärt, die kannst du auch einzeln benutzen. Da musst du hier noch die Mindest- und Maximalsendezeit machen. Und dann haben wir hier eine Statistik. Die Statistik funktioniert folgendermaßen. Es steht hier links, ist immer der aktuelle Tag. Das heißt, heute ist der 13.07. und erfolgreich, Fehler und Gesamt. Der Monat und Gesamt. Damit du einfach mal eine Statistik hast, wie viele Fehler er macht. Prinzipiell habe ich die Fehlerleiste für mich eingebaut. Das heißt, wenn du bemerkst, dass du nur Fehler hast, wirklich jeden Tag 10, 12, 13 Fehler, dann meldest du dich bitte, dass ich das Ganze optimieren kann. Weil wenn sich keiner meldet, kann ich das nicht optimieren und die Fehler nicht auch, ja, kann halt nicht weiterhelfen. Und um einfach für dich eine kleine Übersicht zu haben. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Automarketer gestartet hast und kommst heute Mittag oder hast ihn heute Morgen gestartet und kommst heute Mittag heim, schaust in den Automarketer und hier steht immer noch 00. Achte drauf, hier ist ein grüner Balken. Wenn dieser grüne Balken rot wird, musst du auf Aktualisieren klicken. Dann wird der Balken hier unten wieder grün und die Zahlen aktualisieren sich. Hier in diesem linken Feld steht, in welche Gruppen er gepostet hat, wenn ich richtig erinnere. Hier steht, in welche Gruppen er noch posten will, also wann er den nächsten Post absetzt. Rechts weiß ich gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir machen einfach mal einen Post fertig. Und zwar machen wir einfach mal nur einen einzigen Post. Schreiben wir einfach mal Test rein. Facebook-Gruppen wählen wir jetzt mal. So, ich habe jetzt mal die Y-Free Affiliate Center. Das ist meine eigene Gruppe. Die habe ich jetzt mal ausgewählt einfach. Bei Einstellungen können wir so drin lassen. Wir benutzen jetzt die Funktion, das und das lassen wir aus. Und drücken einfach mal auf Starten. Jetzt passiert Folgendes. Der Automarketer startet. Alles, was er macht, tut er hier unten dokumentieren. Wichtig ist, wenn du auf Start geklickt hast, du kannst den Automarketer minimieren. Schalte nicht deinen PC aus und schließe den Automarketer nicht. Das heißt, während der Automarketer läuft, muss dein PC anbleiben. Muss der Automarketer im Hintergrund irgendwo geöffnet sein. Sobald du das abstellst, wird der Automarketer nicht weiterarbeiten. Warum? Der Automarketer ist nicht API-basiert, nicht Cloud-basiert. Er läuft direkt von deinem PC, um menschliche Aktionen zu imitieren. Wenn du das Ganze selber Cloud-basiert machen möchtest,
kannst du das Ganze auf einem Server installieren. Bei Strato gibt es einen Windows-Server. Wenn du das machen möchtest, miete dir einen Windows-Server. Der kostet fast gar nichts. Also ich zeige dir das mal ganz kurz, welcher das wäre. Strato. Da, Windows Server, da haben wir ihn. Ich glaube, der kostet 10, 12 € im Monat oder so. Also ich selber nutze auch einen Strato Server. Ich habe mehrere Server. Und da kann ich halt das Ganze dann selber cloudbasiert bauen. Windows Server ist genau das, was du hier bei mir siehst. Windows, nur der online gehostet wird. Wichtig ist, Linux funktioniert nicht. Also Windows benutzen, hier 10 € im Monat. Bestellt euch das Paket. Und dann helfe ich euch bei der Einrichtung über TeamViewer oder Anydesk. Vielleicht bietet sich ja jemand dann an, wo wir das Ganze dann aufnehmen können, damit ich ein Video drüber machen kann, weil ich kann es halt nicht mehr nochmal zeigen, da ich ja schon Windows Server habe. Das heißt, wenn du da überlegst, einen Windows Server zu holen, dann bitte einfach bestellen oder mir vorher Bescheid sagen, ich möchte einen bestellen. Wir können gerne ein Video zusammen machen, dass jeder etwas davon hat, wie das funktioniert. So. Er ist jetzt dabei, also er zeigt dir auch an, in welche Gruppe er postet, Gruppe geöffnet. Das heißt, hier unten steht immer alles, Y-Free Affiliate Center, Text wird geschrieben, Bild wird hochgeladen. Bei Statistik, du siehst, es ist schon rot, aber ich warte es einfach mal, weil wenn ich jetzt auf Aktualisieren klicke, schreibt er Gesamt 1, Gesamt 1 und Gesamt 1, aber er hat das andere hier noch nicht übernommen. So, jetzt siehst du hier steht, letzter Post, Y-Free Affiliate Center, quasi. Der letzte Post war hier, 17:11 Uhr. Nächster Post in circa 36 Minuten. Sie haben aktuell in eine Gruppe gepostet. Wenn ich aktualisieren drücke, ein erfolgreich, null Fehler natürlich, weil er keinen Fehler gemacht hat. So, das ist quasi die Statistik. Und hier zeigt es auch nochmal an, letzter Post, wann er es gemacht hat. Aber über die Statistik siehst du alles. Dann haben wir noch einen letzten Tab, und zwar Updates. Die Poststatistik wurde ausgebaut. Nach einem Post kann der Automarketer auf Beiträge mit einem Herz und menschliche Interaktion vortauschen. Ein URL-Shortener wurde hinzugefügt. Mehr Infos im Member-Bereich. Die Videos lade ich jetzt gleich dann hoch. Und neue Videos sind online. Das ist genau das Video, was du gerade hier anschaust. Ja, das war jetzt quasi die Funktionsumfang vom Automarketer. Falls Fragen sein sollten, einfach an die Support-Mail zwischen Montags und Freitags, 8 bis 16 Uhr. Kann bis zu 48 Stunden dauern, dass ich zurückschreibe. Oder einer von uns, ich, Jonas, je nachdem. Deswegen bringt ein bisschen Geduld mit. Ich denke, aber es ist alles soweit verständlich. Und jetzt noch eins. Wenn du einen Automarketer schließt, hört auf zu posten. Wenn du am nächsten Tag öffnest, zeige ich dir nämlich jetzt was, was passieren wird, wo viele auch irritiert. So, wenn ich jetzt hier auf Einstellungen auf Starten gehe, ups, keine Gruppen ausgewählt, das heißt, hier übernimmt er ja keine Gruppen mehr. Gruppen importieren brauchst du nicht klicken, du hast ja alle hier gespeichert. Oder deine Kategorien, je nachdem, welche du halt haben möchtest. Drückst auf Laden, wartest, bis der Automarketer dich informiert, die Gruppen wurden geladen. So, jetzt ist quasi die angecheckt. Oder du ladest jetzt die hier zum Beispiel, meinetwegen. Du wartest halt immer, bis der Automarketer sagt, okay, es ist alles geladen. Du siehst, er tut jetzt hier was machen. Er löscht jetzt erstmal die alten Gruppen und holt sich die neuen Gruppen rein. Okay, wurde geladen. Jetzt gehe ich hier auf Starten. Hier unten wird es stehen, Text-Bild-Funktion startet oder nicht. Bitte vorher einmal auf Prozess beenden klicken. Okay, drückst auf OK. Hier oben steht Prozess beenden. Wenn du da drauf klickst, wird er alle Chrome-Fenster auch schließen. Das heißt, wenn du hier Chrome offen hast, so wie ich, und ich klicke hier drauf, Prozess beenden, wir sehen, alles wird sich schließen. Warum? Weil der Automarketer über Chrome arbeitet. Und dass Facebook nicht bemerkt, dass wir automatisiert über Chrome auch arbeiten können, macht er einen Sicherheitscheck und schließt deine Chrome-Anwendungen. Ist aber nicht schlimm.
wenn du deinen Chrome dann anklickst, steht da oben wieder Sitzung wiederherstellen, falls du Sitzungen hattest, und hast alle Sitzungen da. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Ansonsten, URL-Shortener kommt unten drunter, zwei Videos. Der Automarkt hat einen eigenen URL-Shortener, das heißt, du musst nicht mehr Bitly benutzen. Kannst du natürlich weiterhin, wenn du möchtest. Aber wir haben ein paar Funktionen mit eingebaut. Und das war's dann eigentlich auch soweit. Vielen Dank erstmal für deine Zeit und nochmals Dankeschön, dass du natürlich dich für den Automarkt entschieden hast.